zwei Wörter, die man in aktuellen politischen Diskussionen öfter hört: Hass und Hetze. Und in der Mitte oft die Frage, ob man eine Partei verbieten sollte. Aber ist das wirklich demokratisch? Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbieten. Aber ob das so einfach alle Probleme löst, wollen wir in dem Video besprechen. Bleibt dran. Meine geliebten PenisträgerInnen und SitzpinklerInnen. Politisch korrekt angesprochen begrüßen wir euch zurück. Und so herzlich wie bei uns geht es leider nicht überall zu. Man hört immer wieder die Worte Hass und Hetze. Wie beispielsweise in einem Format Palastrevolution, welches auf dem Kanal Jung und Naiv ausgestrahlt worden ist. Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbieten. Wie, die Zeit ist jetzt? Ich dachte, der Slogan heißt, nie wieder ist jetzt. Aber egal, geschenkt. Und sie hassen mich? Mich? Oder wen? Ja, und warum? Und wer überhaupt? Okay, also nochmal, ganz von Anfang an und langsam. Die referierende Frau von gerade eben, das ist Alena Büchs, die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Die Pandemie insgesamt ist so vollständig richtig erst vorbei, wenn die ganze Welt geschützt ist, muss man sich klar machen. Denn selbst wenn wir perfekt geimpft und perfekt geschützt wären, selbst dann würden in anderen Gegenden der Welt, könnten ja noch Mutationen entstehen, die vielleicht dann wiederum zu uns rüberkommen können. Das heißt, das sagen viele, viele Expertinnen und Experten, so richtig vorbei ist das alles erst, wenn in der ganzen Welt auch flächendeckend geimpft und geschützt wurde. Und daran muss ganz intensiv... Die überdies 2021 den Deutschen Nationalpreis mit einem Preisgeld von 30.000 Euro gewann für ihr Engagement während der Pandemiezeit für die Demokratie. Klasse! Eine Demokratiefreundin! Das ist toll! In dem Videoausschnitt, den man sieht, spricht Frau Büchs über ein AfD-Verbot als eine Befürworterstimme. Befürworterstimme? Für ein Parteiverbot? Als Demokratiefreundin. Aber ist es denn demokratisch, wenn man eine Partei verbieten lassen möchte, die Teil des demokratischen Parteienspektrums und zugleich der Opposition ist und man somit den Wählern die Wahlmöglichkeit in einer demokratischen Wahl einschränkt und nimmt? Also so 20% Stimmen nimmt? 20% der Menschen und im Osten sehr viel mehr finden das im Moment wählbar. Wie 20% der Menschen wählen diese Partei und im Osten sind es noch viel, viel mehr? Man könnte ja fast meinen, dass das so klingt, als ob die im Osten nicht eben auch Menschen seien. Puh, ganz schön diskriminierend formuliert. Also... für so eine Ethikrats-Ehemals-Vorsitzende. Wir sind doch alles Menschen. Also wirklich. Nein. Nein, nein, nein. So fangen wir gar nicht erst an. Und ich frage nur für einen Freund. Also diese Wähler, diese 20% Wähler auf Bundesebene, die sollen de facto mit einem Parteiverbot entmündigt werden und ihre Sorgen und Ängste dann gleich mit verschwinden? Das ist dann besser? Oder wäre es nicht besser, auf genau diese Sorgen und Ängste einzugehen und sie spürbar anzupacken und die Probleme zu lösen? Also wie gesagt, ich frage nur für einen Freund. Aber geschenkt, weiter im Text oder besser gesagt im Video. Sie wollen dich deportieren. Oder deine Mutter. Oder deinen besten Freund. Wie mich? Und Mutti auch? Deportieren? Aber wohin denn? Nach Bayern? Zu Thomas Müller? Oh, bitte nicht. Der hat doch gar nicht so viel Platz. Spaß beiseite. Also, sie hassen mich und wollen mich deportieren? Aber Moment. Deportieren? Hatte nicht irgendein Gericht gesagt, dass es gar keine Belege dafür gibt?
dass irgendjemand mal vom Deportieren sprach? Geheimtreffen in Potsdam. Korrektivchef David Schraven gesteht Falschbehauptung. Ein Gericht untersagt David Schraven die Falschbehauptung, es habe die Korrektivthese zum rechten Treffen in Potsdam bestätigt. Er hat das Urteil anerkannt. Olaf Scholz entwickelt sich in der Korrektivaffäre zum Populisten. Der deutsche Bundeskanzler spricht weiterhin von rechtsextremen Deportationsplänen, obwohl sich diese nicht belegen lassen. So schürt er Ängste, gerade unter Muslimen, und treibt die Verunsicherung in der Bevölkerung voran. Okay, also halten wir fest, es gibt keine Belege für die Verwendung dieses Wortes. Sprich, jeder, der dieses Wort jetzt noch gern in den Mund nimmt, tut dies, weil er es gerne tun will. Offenkundig nicht nur Olaf Scholz, sondern eben auch Frau Büchs scheint da mit Ängsten und Sorgen anderer zu spielen und ein Bild zu erschaffen, das offenbar eigentlich so gar nicht besteht. Und zwar scheißegal, ob ihr Deutsch seid, denn sie haben ein rassistisch-völkisches Verständnis vom Nationalstaat und Staatsbürgerschaft. Wie scheißegal, ob Deutsch oder nicht Deutsch? Alle? Also wirklich alle? Alle 83 bis 84 Millionen? Das ganze Land leer machen? Weg? Ja, und dann? Vielleicht kann uns ja eine fachkundige Demonstrantin weiterhelfen. Ich habe einen Kollegen gehabt, der für die AfD war. Das ging gar nicht. Dann schließe ich auf der Arbeit. Soll man arbeiten? Er war bei der AfD. Der war absolut für die AfD. Der hat total Spleen im Kopf gehabt. Der hat einen absoluten Stoß geredet und merkt es nicht mal. Und wenn ich höre, dass derjenige aus Kasachstan gekommen ist und hier wohnt, warum wählt er dann die Partei, die gegen Ausländer ist? Dann soll er bitte auch schon wieder in das entsprechende Land wieder zurück. Ich habe nichts gegen Ausländer. Aber wenn Leute hier hinkommen, die aus anderen Ländern kommen, die dann AfD wählen, das geht gar nicht. Ach so, okay. Also das ist dann in Ordnung. Das ist dann das viel bessere Menschenbild, ja? Dass Menschen, die von woanders herkommen, aber hier wohnen, leben, arbeiten, dass man die in ihr Land zurückschickt, weil das, was sie dann wählen, also die Meinung, die sie haben, einem nicht passt. Das ist dann ethisch und moralisch vertretbarer und besser. Okay, das wusste ich ja gar nicht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und das ist ja zum Glück dann überhaupt nicht menschenverachtend, diskriminierend oder rassistisch. Toll! Aber wenn es bei ausländischen Straftätern gefordert wird, dann ist es natürlich... Dann in der Summe, wenn man bedenkt, die Schutzbedürftigen, die Millionen, die es gibt und dann die paar Einzelfälle, dann wäre das unmenschlich, jetzt zu sagen, wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Und weil man ja zuvor nicht weiß, wer, wann, wie und überhaupt, ob derjenige straffällig wird... Muss man das... Muss man damit leben. Ach so, na dann, na das klingt natürlich voll logisch. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, wir nehmen das hin, bis es zu spät ist? Okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder. Viele. Krieger, Kämpfer. Spricht sie an der Stelle eigentlich immer noch für ein Pro-Argument zum Parteiverbot einer deutschen Partei? Denn diese Beschreibung eines patriarchalischen Familienoberhauptes und einer aus meinen Ohren herausklingenden unterdrückten, gebärfreudigen Mutter und Hausfrau, die einen Krieger und Kämpfer nach dem nächsten auf die Welt bringt, also gerade dieses Krieger und Kämpfer klingt jetzt für mich nicht nach dem typischen Sören Malte oder Cornelius, die sich auf der Straße mal wieder festgeklebt haben und aller Fridays for Future den Klimawandel betrauern und sich im Idealfall natürlich sterilisieren lassen, um ja keine Kinder auf die Welt zu bringen, um den CO2-Haushalt nicht noch weiter zu belasten. Tatsächlich klingt das für mich vor allem unter dem Aspekt der Krieger und Kämpfer nach anderem Nachwuchs. Und ungeachtet dessen sollte es doch jeder Familie selbst überlassen sein, wie sie sich innerfamiliär strukturieren möchte. Und gerade dieses Konzept, der Mann als Oberhaupt und Alleinverdiener und die Frau als Mutter und Hausfrau, sind ja im wahlstarken Osten, um es mit den Worten von Frau Büchs zu formulieren,
ja gar nicht mehr konzeptionell in der Art umsetzbar, weil es de facto am Geld fehlt, sich einen solchen Luxus innerhalb seiner Familienstruktur noch leisten zu können. Und selbst wenn man es sich leisten könnte, sollte es wie gesagt jedem selbst überlassen sein, ob er sich für dieses Familienmodell entscheidet, ohne dabei irgendeinen Stempel aufgesetzt zu kriegen. Aber, wir wollen ja nicht nur Probleme aufzeigen, wir wollen Probleme lösen. Daher hier ein kleiner Tipp. Identifiziert euch einfach zukünftig als trans kinderloser Haushalt. Soll da mal jemand kommen und was dagegen sagen? Wenn man heutzutage als kerngesunder Mensch transbehindert sein kann, dann kann man auch als Großfamilie ein trans kinderloser Haushalt sein. Transbehindert. Gesunde sitzt freiwillig im Rollstuhl. Die Osloerin ist gesund, identifiziert sich aber als behinderte Frau. Sie hat sich immer gewünscht, von der Hüfte abwärts gelähmt zu sein. Und an der Stelle möchte ich euch nach eurer Meinung fragen, was haltet ihr von einem solchen Parteiverbotsverfahren? Ist das ein probates Mittel, die Demokratie zu verteidigen? Ist es eher antidemokratisch? Seht ihr Gefahren, die im Verborgenen liegen, oder eher Stammtischparolen, die hier auf den Tisch geknallt werden? Ach, und bevor ich es vergesse, es gab freundliche Hinweise aus der Fachkräftemangelgemeinschaft, dass Abos von Zauberhand deabonniert worden sind. Einfach mal prüfen, ob ihr auch betroffen seid. Und ansonsten lasse ich euch wie immer mit ganz viel Liebe zurück und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!